Unreal Engine. VCube, Spirit Game Studio und Gaming Factory. Und eine total wichtige Epilepsie-Warnung. Ist wirklich anzunehmen. Also für Leute, die unter Epilepsie leiden könnten. Oder auch sonst, wenn ihr Probleme mit Videospielen habt. Kopf her, von Augen. Konsultiert einen Arzt. Damit jetzt willkommen zum Let's Play von Puppet House. Ein kleines Horrorspiel, das ich vom Entwickler bekommen habe. Und die meinen so, ja, kannst du mal spielen? Ja, kann ich mal machen. Ne? So, also starten wir ein neues Spiel und gucken mal, was uns so Schönes erwartet. My name is Rick. I work as a detective. But in my free time, I investigate haunted places. Because I like the thrill that comes with it. I find solving unexplained cases to be a nice diversion. Right now, I'm about to visit somewhere that recently caught my attention. Naja, und weil ich Detective bin, muss ich immer so reden. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Oh, nein, Spaß, beiseite. Wir untersuchen also in unserer Freizeit Spukorte, ja, und einer davon ist wohl dieses Puppet House dann. Ich hoffe, das hier ist sein Haus. Aber dann denke ich mir so, warum zur Hölle hängst du ja diese ganzen Spukorte hier hin? Das ist doch nicht einladend. Kein Wunder, dass du auch so redest. Und auch hier, ne? Also das ist auch eine Form von Bücherordnung, ja? Also alles auf einen Haufen gestapelt. Where did I put those notes? Nein, gut, unberechtigte Frage. Was haben wir hier? Eine Zeitung. Arson Mystery. Okay. Okay. Was hier? Polizeimarke. Meine Polizeimarke. Die 125. Okay. Kann mir doch eh nicht merken, falls das irgendwie wichtig ist. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hier ein Klo. Jedes Klo macht froh. Also, naja, nicht jedes, aber egal. Eine Kamera. Können wir nehmen. Okay. Abandoned House. Also noch eins von diesen Spukorten, ja. Und hier Rick Evans. Evans. Aktentasche nehmen. Läuft. Hier noch eine Haunted Mansion. Also wir haben auf jeden Fall irgendwie heges Interesse an solchen Spukorten. Na dann. Und hier auch Diplom für uns. Okay. Gut. Sonst hier eine Einrichtung, wo ich sage so, ist ja ganz nett, aber für mich ist es nichts. Egal. So, jetzt kann ich mich hier hinsetzen, Tagebuch lesen. Das ist nicht Tagebuch lesen, das ist eher so die Akte durchforsten. Fieldtown residents report that they can hear very strange noises, including terrifying screams, coming from the property of Peter Hill, a ventriloquist who died some time ago. The death of the owner itself hasn't been fully explained. There have been rumors that Hill's house is haunted. Some people attempted to investigate it on their own, but all of them, only James Anderson followed through with it, managed to cross the fence and get close to the house. He got frightened by something he couldn't really explain and reported that the light in the house was turning on by itself, even though there was no one inside. He went there again, and this time, he didn't return. Terrified, the residents began to move out, fearing for their lives. Intriguing. Apparently, there's something going on there, and it's not just the usual ghost stories. If someone's actually gone missing there, it needs to be investigated. Before I leave, I need to take my camera and keys for my jacket. Die Kamera haben wir ja. So, was ist das hier? Fotos ansehen, Zeitungsfragment. Das ist das, was wir da gerade gelesen haben, okay. Jacke da, Hausschlüssel, okay, läuft. Das heißt, jetzt können wir gehen, ja? Haben wir alles, was wir brauchen, ich denke mal, ne? Na gut, dann gehen wir. Hausschlüssel verwendet. Das ploppt bei mir auch immer auf, wenn ich das, die Wohnung verlassen. Ruhe. Ah ja, und wir fahren mit dem Bus. Weil wir sind ein guter Detective. Wir können uns kein Auto leisten. Doch viel zu auffällig, wenn ich mit dem eigenen Auto fahren würde. Und dann nickt er immer im Bus ein, kenne ich. Ich bin auch öfter mal im Bus eingepennt. Aber ich bin immer rechtzeitig ausgestiegen. Kann mich zumindest an kein Gegenteil erinnern.
Willkommen in der Feldstadt. Okay. Können wir jetzt nochmal so zurückgehen? Okay, nur. Ich bin nicht hierher gekommen, um umzukehren. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir uns halt hier hinten um. Pass auf jeden Fall Licht an. Was? Taschenlampe kann einschalten. Strange. So far I can't hear anything. Okay. Was haben wir hier? Notiz lesen. Das wird mir nicht vorgelesen und ich kann es mir auch nicht irgendwie auf Deutsch anzeigen lassen. Na gut, okay. I'm writing this down in case of something happens to me. I'm trying to enter Peter Hill's house again. Saw something in the window a while ago. Was it a child? No idea. Honestly, I shat my pants and ran away. Get it together, man. It's your imagination running wild. That's it. No more creepypasta for me. Also wer auch immer das geschrieben hat, er hat halt gesehen, dass da ein Kind in dem Haus wohl eventuell ist. Und er hatte Angst und ist weggelaufen. Und er liest jetzt keine Gruselgeschichte mehr. Na gut. Dann öffnen wir mal eine Tür. Ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Oder jemand wollte, dass du hier reinkommst. Vollmond. Okay. He was right. The light goes on by itself. This needs to be investigated. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kaputte Lampe. Aber schau dich doch erstmal draußen um. Und? Jumpscare? Nein. Steig doch. Also, ich würde niemals durch so ein kleines Fenster halt irgendwie hindurchgehen. Na toll, hingefallen. Also zum einen, ich wäre vielleicht auch zu breit für so ein kleines Fenster, aber nee. Nee. Einfach nur nee. Vielleicht wurde auch er jetzt einfach mit dem blinkenden Licht angelockt. It's time to get out of here and solve this once and for all. Shit, I think I crushed my torch. Wie toll. This isn't the place I wanted to get to. What's going on here? Dann ist es ja großartig, dass wir vorhin ein Tutorial bekommen haben für die Taschenlampe, die wir nicht mehr benutzen können. Naja, gut, okay. Muss hier los. Eingesperrt. Oh. Kannst du hier nicht so einen langen Arm da durchmachen? Kannst du hier das Rohr nehmen? Schwer ranzukommen. Es ist nur eine Bandage oder sowas. Ja, oder Stofffetzen oder... Lass es ein Panzertape sein. Ja, ein Klebeband. Mit ein bisschen Mühe. Weißt du, wenn du in so einer Situation bist, du bist gefangen, du wirst alles daran tun, halt das Ding jetzt da rauszunehmen, damit du da den Hebel rausholst. Nicht im Videospielen. Haben wir irgendwas? Da oben. Flasche. Auch da, mach doch einfach einen langen Arm. Kletter doch nicht hoch, was soll denn das? Ich bin Detective. Ich konnte mir keine gute Schulausbildung leisten, deswegen mache ich dumme Dinge. Okay. Wir haben ein Glasstück. Okay. Benutze Glas, um das kaputt zu machen. Okay. Also. Statt irgendwie dabei die eine Stange mit der einen Hand festzuhalten, naja, lässt sie natürlich runterfallen. Weißt du, Metallrohr. Damit wir auch möglichst viel Lärm machen, für den Fall des Falles, dass wir halt nicht gehört werden wollen oder so. Aber gut. Who comes up with such things and why? Ja, echt? Ich glaube, da kommen nur so Leute drauf wie du. Tür auf. Moin. Was geht? Could it be that Peter Hill himself is guarding the house? I find that hard to believe.
Must be a rational explanation. I'll find it. Okay. Hier sind auch Fußspuren, die in diesen Raum hier führen. Kein Grund mehr, die Tür zuzuschlagen. Okay. Aber die kommen hier von draußen, ne? Die kommen von der Wand. Ein sehr beunruhigendes Bild. Wow. Okay, hallo. Ja, ich kann ein Foto von machen. War auch was hinter? Nö. Keine Ahnung, was das soll. Kann ich wieder gehen? Geschlossen. Wir haben nur geöffnet von 6 bis 6 Uhr 1. Oh, eine Voodoo-Puppe. Ist jetzt aber auch nichts weiter Besonderes, außer dass er hier halt in ein Auge gestochen haben. Einmal in den Kopf, ins Herz, in die Leber oder so und einmal ins Knie. Du kannst dich ins Knie stechen. Da waren irgendwelche Klopfgeräusche. Ja, moin. Geschlossen. Okay. Brauchen wir einen Schlüssel. Hier haben wir eine Maske. Okay. Keine Ahnung warum. Aber wir haben eine Maske. Irgendwelche Bücher. Was von wegen Config School? Conic School? Aber der Conic School. Ich habe keine Ahnung. Kann ich leider halt auch nicht irgendwie ranzoomen oder so. Okay. Was haben wir hier? Aha. Ein Typ mit einer Puppe auf dem Schoß. My ultimate masterpiece, my beautiful flawless puppet working with it is my greatest joy. I feel a powerful bond with it. It's much stronger than the affection I feel for any puppet I've bought. Maybe it's the artist in me speaking. Maybe there's something to it. Aha, also er hat eine Puppe gekauft, die eine ganz besondere Verbindung mit ihm hat, ja? Noch keine Puppe zuvor hatte das. Okay. Und ein Werkzeug. Ein Möchtegern-Engländer, ja? Okay. Das. Uruntersuchung. Ich habe etwas verpasst. Wie, ich habe was verpasst? Du hast es einfach nur noch nicht gefunden, was da rein soll. Ich habe etwas verpasst. Oh, kannst hier das Spiel nicht mal weiterspielen, denn du hast es verpasst. Nee, keine Ahnung. Knarz, knarz. Oh. Schublade öffnen. Oh geil, eine Kelle. Heute eine Kelle voll Sarkasmus. Danke. Aha, mit besonderer Animation. Aha. Urelement nehmen. Okay, das ist bestimmt das Ding, was jetzt da rein soll, aber ich habe dafür jetzt noch keine Zahlenkombination. Und eine Dose, hallo Dose. Dose hängt die lose. Aber wer packt eine offene, leere Dose in eine Schublade? Ist das so ein Messi-Verhalten oder anfängliches Messi-Verhalten? So, man muss es aufheben. Hat eine ganz besondere Ich kann es ja als Spieler nicht mal irgendwie mitnehmen oder sowas. So, wir können das auf jeden Fall schon einsetzen. Es hat halt überhaupt gar keinen Sinn, dass da eine leere Dose ist. Weißt du, so eine Kelle in der Schublade? Okay, kann man ja noch brauchen. Also. Okay. Geschlossen. Blitzte irgendwas. Ah ne, das ist eine Reflexion irgendwie auf der Scheibe, okay. Comeback at 10:35 PM. Okay, konnte ich ein Foto vormachen. Hier ein Bild von der Treppe. Okay. Keine Ahnung, aber wir machen ein Foto davon. Wenn ihr mir schon sagt, ich kann ein Foto machen, hallo. Tja, da hat der Nagel nicht mehr lang gehalten, du. Geschlossen. Geschlossen. Geschlossene Gesellschaft hier. Okay. Aber wo er halt vorhin im
auf dem Schrieb halt so gesagt hat, ne, es ist der Künstler, der aus mir spricht, der meint halt, dass die Puppe eine besondere Verbindung zu ihm hat. Ist er selbst Künstler und hat hier die Dinger gemalt? Fragen über Fragen. Was hier? Ein Element fehlt. Wirklich? Cool. Na gut, okay. Dann schätze ich mal, wir können jetzt hier unten 10:35 PM eingeben. So. Und hier. Das ist eine verdammt hässliche Puppe. Na, du hübsches kleines Ding. Willst du mit mir spielen? Bestimmt. Oder mich töten. Moin. Und was ist dieses alte Doll hier? Hey, was guckst du? Ja, es gibt halt Leute, die mögen ja solche Puppen, ne? Ich gehöre nicht dazu und ich würde diese Puppe hier in diesem Spiel auch eigentlich nicht in den Rücken zu kehren. Okay. Natürlich der Klassiker, der Fernseher, der einfach angeht. So, hier haben wir ein Draht. Können wir bestimmt beim anderen Dingens da verwenden, ne? Fuck, that's impossible. This doll is moving. Oh nein, eine Puppe, die sich bewegt. Oh nein. Oh nein. Oh nein, es ist geschlossen. Oh nein, was soll ich noch tun? Ah, okay. Was haben wir denn hier? F. B. 5. Die Sache, was mir auffällt, ist, ne, das erste hat F und drei Punkte dann. Dann das W hat drei Punkte und ein W. Und das hier hat sowohl am Anfang als auch am Ende drei Punkte. Es könnte sein, dass es mit dem Scheibenrätsel zu tun hat, von wegen so, als erstes soll da F, dann soll da eine 5 und dann ein W. Wäre jetzt so meine erste Vermutung. Aber mal gucken. So, was haben wir hier? Schlafzimmerschlüssel. Den hat man natürlich auch einfach in dem Schlafzimmer selbst. Und es gibt einen zweiten Schlüssel. Okay. Okay, die Puppe am Bett von dem sterbenden Mann. I've been diagnosed with lung cancer. I'm done for. Still, I refuse to go gently. I would do anything to cheat death. There must be a way out. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Also jedenfalls der junge Mann hier ist erkrankt an Lungenkrebs. Und der will nicht sterben. Er versucht halt irgendwie den Tod zu umgehen. Ja. Ich ahne Schlimmes. Vielleicht hat er seine Seele in die Puppe verfrachtet oder so. Ich nix wissen. Vielleicht aber auch irgendwas anderes. Seele in einen anderen Körper. Ja, vielleicht ist die Puppe da hinten hin. Ah, guck mal, da ist er auch. Hier da steht und so in die Luft guckt. Warte mal. Können wir aus der Richtung kommen? Wer klopft denn hier? Geschlossen. Okay. Someone must be pulling some prank. Kein Grund, die Tür so zuzuknallen. Okay, Rätsellösung. Ja, das Rätsel kann ja auch nur so gelöst werden. Weil wir haben auch nur hier ein F. Hier ist gar kein W in der Dingens. Hier haben wir nur Zahlen. Und hier haben wir dann das W. Tür ist wieder auf. Toller Mechanismus. Okay. Give up. Give auf. I'm not gonna give up. I'm gonna solve this case. Even if... Wait a minute. What? Na toll. Tür ist zu. Geschlossen. Das passiert ja irgendwie häufiger, habe ich so das Gefühl.
Okay. Irgendwie vier Dinger, die in bestimmten Positionen sein sollen, okay. Ein Puppentheater? During one of my performances, I met an occultist named Will Morrens. He claimed he could help me overcome the disease which consumes me. His idea is beyond insane, but I am out of options. I'm going to die regardless, so I have nothing to lose. Okay, mit einem Okkultisten einlassen ist immer eine gute Idee. Kann man mal machen, ne? Wen sollte denn das erschrecken? Möbel, die auseinanderfallen, habe ich bei mir zu Hause auch. Also, es ist ein ganz normales Verhalten, finde ich. Was ist das? Ich würde sagen, da fehlt ein Zahn dran. One gear is missing. Bitch. Ah, da ist er. Guck mal, wie er guckt. Er hält mir die Tür auf oder so. Dobby, muss ich etwas tun. Hey, come back here! Okay. Hier komme ich nicht hoch. Wahrscheinlich erst, wenn ich dann hier das gemacht habe. Oder das hier. Oder ich weiß auch nicht. Wo ist er? Da. Habe ich gar nicht gesehen. Ey. Ach, die Tür ist dann auf, obwohl er sie zugemacht hat. Na komm, wen willst du denn hier verarschen? Also entweder macht er einen Jumpscare, wenn ich ihn da irgendwas wegnehmen will. Weißt du, aber auch... Warte, erstmal fehlendes Zahnrad nehmen. Great. Now I'll be able to activate the mechanism. So. Und wieso zur Hölle? Also wenn ich halt irgendwo so eine Puppe sehen würde. Mir scheißegal, ob ich dann halt irgendwie meine Haftpflichtversicherung anrufen muss oder sowas. Ich würde das Ding zerstören. Also wirklich. Tötet es mich jetzt? Verfolgt es mich? Nein? Bleib da einfach sitzen. Okay. Mal renoviert werden könnte hier ruhig mal, ne? Na gut, okay. Dann setzen wir mal das Zahnrad ein. Zack. Und es öffnet sich das Kästchen mit dem Schlüssel. Einer der Hebel muss in der Speisekammer. Was für Hebel? Diese Hebel? Oh, hier muss ich etwas tun. Ach so. Ah, oh, wusste ich. Immer diese klopfenden Geräusche hier. Das hier Speiseraum? Ich nehme an, es ist ein Speiseraum, weil halt jetzt hier extra geläutet ist. Hat, wie auch immer. Irgendwer mag mich nicht. Ein Hebel. Oh, komm, nehmen wir den mal. Hebel zum Inventar gefügt. Bretter sehen nicht sonderlich solide aus. Jo, wir hätten damit gerechnet. Was war das? Ein Hammer? Zermatal. So das. Let me go. What's going on here? This is a nightmare. Hammer time. Will man weder einschlafen noch aufwachen. Wieso macht er jetzt die Dinger wieder ab? Was ist das für eine gruselige Puppe? Die möchte ihren Gruseliges. Was ich mir halt auch denke, weißt du, wenn da halt dann
mit den Händen angenagelt bist an so einen Tisch. Es sind nur verdammte, normale, langweilige Nägel. Auch Normalsterbliche haben doch die Kraft, um dann das da rauszuhebeln. Also sich dann von den Dingern, also wenn es wirklich nur Nägel sind und die sind einfach nur auf dem Tisch halt genagelt, schaffen doch Normalsterbliche, sich daraus zu befreien, oder? Also ich denke, ich würde das locker schaffen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so die beste Falle war, um jemanden hier in die Falle zu locken. Aber vielleicht sollte ich auch erstmal nur stillhalten. Peter, we'll perform the ritual only when everything is ready. It cannot be rushed. Remember what I told you to do. Will Morans. Okay. Who the hell is this Will guy? What ritual are they talking about? Will Morans ist doch der Okkultist, ne? Wir haben einen Schubladenschlüssel. Ui, toll. Gut, dann würde ich sagen, wie das dann jetzt hier weitergeht, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Puppet House. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.